Bewegt eure Ärsche, los! Ja, Leute, hier sind wir wieder zurück bei einem Cliffhanger. Wieder aufstehen, gehen wir! Pass auf dein Kopf! Los, los, schneller! Alles bricht auseinander! Na los, na los! Achtet auf die Rohre! Wir sind durch. Bereit, wir sind fast da! Welche Richtung? Also spannend, in welche Passage Richtung ist der Heli? Nach rechts, nach rechts! Weil ich die Leute immer verloren habe. Wir haben keine Zeit mehr! Los, komm schon! Immer weiter! Wo zur Hölle ist der? Spring schon! Und. Hab dich! Yes! Wir sind alle an Bord, los! So Leute, ab jetzt ist die Story neu für mich. Damals war ich ein Noob, heute bin ich ein Noob mit Verbesserungen, sage ich einmal. Denn ich bin weiter und ich bin dabei, euch diese Story noch einmal remastered zu bringen. Euch nochmal, mir das erste Mal. Ein Wagen kommt. Weiter verfolgen. Nice. Kurzer Sprung vom Schiff hierher. Wenn das nicht in your face war, dann weiß ich nicht. استدر الى اليسار الى اليسار الخائن بحوزتنا ونحن في طريقنا الى القصر نعم سيدي بقيه العائله المالكه قد فارقوا الحياه لقد شاهدتهم بنفسي شخصيا Sind wir gespannt, wie wir hier aus dieser Zwickmühle rauskommen werden. Ich glaube nicht, dass wir der Präsident bleiben werden. Aber da weiter mal. Bitte geht's zu. Ja, wir finden da echt die Worte. Raue Gegend, kann ich nur sagen. Ist der El Yassar? El Yassar. Sehen wir, ich bin da durchgefahren durch die ganzen Kriegsgebiete. إنهم يستعينون بعزمتنا. دعونا نريهم أننا لا نهابهم.
Der ist noch gerade im Kommen. Eine lange Autofahrt hier. Die zwei werden empfangen wie Helden. Mal schauen, was es damit auf sich hat, wie die Story weitergeht. Das war jetzt in your face. Wie sagt man so schön? Boots to asses. Hat einmal The Rock gesagt. Falls The Rock jemandem kein Begriff ist, das ist oder war ein sehr bekannter Wrestler in der WWE, der jetzt hauptsächlich Filme macht. In den letzten paar Fast and Furious Teile war er zum Beispiel zu sehen. Fuck! Glaub, das war's wohl mit dem El Presidente. Captain Price, Al-Assad hat gerade Präsident Al-Fulani im Fernsehen hinrichten lassen. Die Amis haben Pläne für Al-Assad und für Al-Fulani können wir nichts mehr tun. Aber in weniger als 3 Stunden wird Codename Nikolai in Russland hingerichtet. Nikolai, Sir? Nikolai ist unser Informant bei den Ultranationalisten. Er hat uns die Daten für die Frachtschiff-Operation besorgt. Nikolai ist mitten in der Hölle und wir werden ihn rausholen. Wir vergessen unsere Freunde nicht. Bewegung! Die Loyalisten erwarten uns etwa 1/2 Kilometer nördlich. Abrücken. Geil. Loyalisten, was? Sind das die guten Russen oder die bösen Russen? Tja, sie schießen nicht sofort auf uns, wenn du das wissen willst. Das reicht mir absolut, Sir. Boah, ist ja echt gute Grafik. Waffenfreigabe. Feind neutralisiert! Alter. Die sind viel zu schnell. Weiter. Die sind wirklich schnell, da stehe ich wirklich wie ein Noob da. Gute Arbeit. Da sollten noch ein paar Wachposten voraus sein. Kamarow und seine Männer warten in einem Feld nordwestlich von hier. So, die habe ich einmal erledigt. Ich ganz alleine. Wollen wir dann nur Scharfschützen umstellen? Oder auch nicht, da gehen wir mal ins Haus rein. So, ein paar Claymores vor der Tür platzieren und dann den Lockvogel spielen. Gute Nacht. So, die spielen nimmer Schach. Feind erledigt! Oder auch anders gesagt, Schachmatt. Dringen wir mal ein. Da brennt Licht.
das ist schon eine andere Atmosphäre. Riechst du das, Chris? Ja, Kamarov. Willkommen im neuen Russland, Captain Price. Was ist das Ziel? Wir müssen einen Informanten rausholen. Die Ultranationalisten haben BM-21er auf der anderen Seite des Hügels. Ihre Raketen haben hunderte Zivilisten im Tal getötet. Nicht so schnell. Denken Sie an Beirut. Sie kommen mit uns. Ich schulde Ihnen wohl was. Ja, ganz genau. Ваня, приближайся. Приготовься к атаке. Жди моего сигнала. Na gut, dann geht es da wohl weiter. Von da aus kann Ihr Scharfschütze meine Männer schützen. Scharfschützen in Position. Guess, die linke Flanke decken. Verstanden, decke linke Flanke. Yes. So, schalten Sie die MG-Schützen an den Fenstern aus, damit Kamarovs Männer das Gebäude stürmen können. MGs an den Fenstern. Mein Gott. Treffen Sie den anderen MG-Schützen durch die Wand. Boah. Da ist noch einer. Scheiße! Feindhubschrauber! Sie haben nicht erwähnt, dass es Hubschrauber gibt, Kamarov. Ich habe auch nicht gesagt, dass es keine gibt. Wir müssen meine Männer vor ihnen schützen. Hier lang! Machen Sie hin, Kamarov! Ich will den Informanten! Sie müssen sich um nichts Sorgen machen. Wir erledigen die BM-21er und bahnen einen Weg direkt zu Ihrem Informanten. Ja, Leute, hier geht es zu. Das ist Kriegsgebiet. So, hier rüber. Какой статус? Сколько времени тебе нужно? Ладно, я буду проживать, останавливать их. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Noch nicht. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Hubschrauber und Leute stimmen schon runter. Und sie kommen schnell näher. Jetzt ist man mitten in der Action. Oh. Vielleicht sollte man in der Deckung bleiben. Oh, das war schon fast ein tödlicher Schuss. Okay, das war ein tödlicher Schuss. Schwatz, und dann haben wir dich. Na gut, nochmal. Wir sollten es einfach aus ihm rausprügeln. Noch nicht. Wir bekommen Gesellschaft, Sir. Hubschrauber nähern sich schnell. Feinde auf 12 Uhr. Machen wir das mal. Scharfschützenmanier. Wenn man treffen würde. So, ein bisschen nachladen. Oh. Ja, Scharfschütze, geht das gut. Oh. Bleib liegen. Fuck.
Runter kommen schon. Neue runter. Ein bisschen mehr Entdeckung bleiben wir gut. Noch welche. Oh. Das war ein Sniper-Schuss. Ist die Frage, wo der herkommt. Wo ist dieser Dirty Sniper? Ja, Leute, das ist spannend. Das ist einmal Krieg. This means war, sozusagen. Captain Price, meine Männer treffen auf schweren Widerstand. Helfen Sie ihnen von den Klippen aus. Und unser Informant? Dem läuft die Zeit davon. Dann helfen Sie uns. Je weiter meine Männer ins Dorf vorrücken, desto näher kommen wir Ihrem Informanten. So, Sniper, ich liebe diese Sniper, Alter. Da ist noch ein drauf. Da unten. So helfen wir ihnen. Da kommen immer mehr. Gut, wir machen Fortschritte. Folgen Sie mir zur Stromversorgung. Na gut, jetzt geht's los. Jetzt geht's weiter. Ja, und bei der Stromversorgung möchte ich mich auch gleich verabschieden. Da, es der letzte Angriff hat begonnen. Noch ein bisschen mehr Scharfschützenhilfe von Ihnen. Genug Scharfschützen. Wo ist der Informant? Что ты делаешь? Что сумма зашел? Wo ist der? Das Haus am nordöstlichen Ende des Dorfes. Das war doch gar nicht so schwer. Und jetzt setz dich in die Ecke. Soap, Gas. Wir müssen zu dem Haus, bevor dem Informanten was passiert. Na dann, los. Okay, hier beende ich. Es geht aber gleich weiter, also gleich für euch morgen. So, hier war der Feingeber. Bis dann, ciao.